Spontan Outrun. Was geht jetzt ab? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Need for Speed. Wir haben jetzt gerade spontan Rennen gemacht. Was ist das? Spontan Outrun. Das heißt wahrscheinlich, ich drück einfach nur aufs Gas. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir punkten, indem wir. Ja. Wer länger halt im Rückstand ist, siehst du das? Jetzt hast du so ein grünes Plus da bei dir. Und den Abstand in Metern wahrscheinlich, den wir. Sprich, muss ich jetzt überholen. Ich gebe mein Bestes. Ja. Ich auch. Zieh, bitte! Verloren. Verloren? Scheiße. Ich hab verloren. Hä? Ich hab auch verloren. Wir verstehen das Spiel noch nicht, hab ich so das Gefühl. Ich hab auch das Gefühl. Oh mein Gott, was? Pass auf, ich würde jetzt mal vorschlagen, wie viel Geld haben wir denn? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, also ich habe 17.000. Dann wollen wir mal zur Garage springen hier. Ja, ich guck mal jetzt nach einem neuen Auto. Ich verkaufe jetzt das alte, was wir als erstes bekommen haben. Da kriegst du nämlich 20.000 für. Was? Echt? Ja. Okay. Überleg mal. Aber den finde ich eigentlich voll geil, wenn ich ehrlich bin. Wie viel, was gibt's denn? Also, wir zeigen euch jetzt einmal kurz, was wir. Also, einmal habe ich hier den Subaru. Das war der Anfangswagen zwischen Ford. Was gab's noch für Nee, den Ford Mustang gab's nicht. für Autos. Ein Honda gab's. Und doch ein Ford Mustang, glaube ich. Der schießt schnell, nein. Schießt schnell. So, also, dann hier, gucken wir uns einmal die Wagen an, ich scroll die mal durch. Hä? Was denn? Steht bei dir auch als unzureichende Mittel? Und ja. Auch bei den billigen Wagen? Nö, wie viel Geld hast du denn? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Moment. Hä? Wir haben doch die ganze Zeit gezockt? Egal. Gut, da habe ich zu wenig Geld. Ich habe gerade irgendwie gedacht, ich hätte mehr Geld. Ah, ich will den nicht verkaufen. Weißt du, was mich echt überrascht hat, da das Spiel eigentlich von EA ist, habe ich eigentlich so 100% erwartet, dass es hier Mikrotransaktionen gibt und man sich so das Geld kaufen kann. Aber ja, so cool. Gibt es nicht. Also finde ich besser. Nicht so wie ein anderes bekanntes Spiel. Assassin's Creed. Ja. Was? Könnt ihr auch reinschalten, haben wir ja einen Netztest gemacht. Ja, genau. So, ich scroll jetzt einmal hier durch, dass ihr mal alle Wagen seht. Welchen war denn so? Oh, der Dodge Challenger. Oh, Junge, das ist ein geiles. Ich glaube, den hole ich mir. Echt? Ja, den finde ich richtig nice. Den finde ich auch vom Aussehen richtig geil. Gibt's denn hier? Ja, ist nicht schlecht, aber. Der M3, der soll geil sein, hat ein Kumpel gesagt. Oder der Subaru nach dem, also der Subaru, was, Impreza? Impreza? Ja, der nach dem BMW. Ja, guck mal, das Lustige ist, aus Fast and the Furious? Wo, wer? Den Paul Walker mal fährt? Oder eine, ich weiß es gar nicht, der kommt mir so bekannt vor. Porsche, Lotus, Nissan. Oha. Ist dir mal aufgefallen, dass es hier sogar Autos gibt, die erst 2016 erscheinen? Wie zum Beispiel der BMW M2. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich glaube, wir nehmen mich schon dran vorbei. Moment. Chevrolet, ich bin gerade. Warst du schon mal Chevrolet? Mercedes? Nein, das ist vor dem Porsche. Also, der kostet okay. 55.000, damit du so weißt, was für ein Preis ist. Oha, Mercedes AMG GT, 85. Ja, ordentlich, ne? Porsche. Kein. Porsche. Jetzt kommen hier die geilen Luxusknarren. Ich finde ja den. Der McLaren sieht geil aus. Ja, oder finde ich den Aventador geiler? Wo ist denn der? Neben dem McLaren. Eins weiter nach. Rechts. Ja. Ja, der ist. Das vorletzte Auto. Da finde ich den Ferrari als angeblich teuerstes und bestes Auto irgendwie scheiße.
Das stimmt, irgendwie sieht der kacke aus. Aber der ist doch von 1987. So, ich glaube, ich verkaufe jetzt die alte Karre. Ja, komm, wenn du das Jetzt mal, mach einfach ich nur, mal. um euch zu zeigen, was 23.000. hier. 24.000 Verkaufen? kriege ich dafür. Ich krieg 23.000. Du hast wahrscheinlich mehr Upgrades da schon Ja, ich habe geholt. wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich, ja, ich habe auch noch Kohle reingesteckt in das Teil. Ja. So, dann kaufen wir So, uns ich habe erstmal ein jetzt neues Auto. 41.000. Ich habe jetzt 31. Was holst du dir? Ich gucke. Ich bin nur überlegen, Ich ob könnte ich mir nicht, den wir können M3 nicht wieder gönne. eine Folge nur mit Tuning verschwenden. Ah, der Nissan Oder die Skyline ist aber neuen kacke. M3 2010er. Aber da habe ich kein Geld mehr fürs Tunen oder so. M3 2010er? Ja, der ist gar. Nee, 2006. Eins 1, 2010er. 1 weiter. Als, nee, nach dem Subaru Ja, kommt ich der. weiß, ich hab. Da will ich Okay. überlegen, ob ich mir den hole. Ah, der war natürlich auch nicht nice. Auch nicht schlecht. Auch nicht nice. Aber Die ich glaube, ich Knarren hole mir sind jetzt auch nicht erstmal. nice. Insider-Joke ab jetzt. Ja. Ich glaube, ich hole mir den Dodge. Ich finde den nice. Den Mazda finde ich auch cool. Oder der Mazda. Subaru, ne? Aber den habe ich hier gerade eben verkauft. Oder ich drive noch ein bisschen. Aber weißt du, dann. Na, auf was könnte ich denn jetzt noch theoretisch sparen? Jetzt so 10.000 mehr, Auf was kann ich mir da alles. dann holen? Wow, Ja, ja, ich glaube, BMW dann hole ich M4 ist mir doch geil. den M2, hole ich mir wahrscheinlich. BMW Aber es M2. gibt keinen Volkswagen mehr, oder? Voll schade. Das ist echt kacke. Also, ich hole mir jetzt Ich hole mir gar nichts. den. Echt nicht? Nee, ich spare noch ein bisschen. Ich hole mir jetzt Ich den gehe wieder raus Dodge, aus der Garage. weil ich den einfach geil finde. Einfach Gönn nur, um dir. euch zu zeigen, dass ich Geld rausschmeißen kann. YouTube Money und so. YouTube Money. Moment, ich will jetzt einmal kurz gucken. Scheiße. Was ist denn jetzt los? Einen Moment bitte. Was ist denn los? Kleine technische Störung. Was denn? Was ist passiert? Mein Laptop hat fast den Geist aufgegeben. Ich habe gedacht, er ist am Strom dran. Jetzt? Nein, alles gut. Aufnahme läuft noch. Das ist ja mal ein Epic Fail. Kann man die Autos, aber die Autos kann man an sich nicht vergleichen, ne? Moment, jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Was hat denn der jetzt hier? 283 Top Speed, 470. Oha. Ohne Scheiß. Was ist los? Warte. Jetzt Alter, zieh ich dich. hier, pass auf, pass auf. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Autos auf einem Fleck in Need for Speed. Krass, ne? So viele Autos auf einmal. Ja, das haben Yannick und ich auch schon besprochen. Wenn wir auf dem Highway fahren, fahren wir alleine. Also, es ist zwar Nacht, aber da schläft wirklich jeder. Also, da sind keine Also, Autos unterwegs, ne? Also, ne. bis jetzt ist der erste Eindruck von dem Spiel eher so gemischt, wenn ich ganz ehrlich bin. Zumindest bei mir. Ja, also ich finde, es könnte. Ne, 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 ne. Nee. Ich will einmal kurz hier die Farbe ändern, weil sonst flippe ich hier aus. Nicole, du musst mal aus der Garage raus. Hier ist gerade ein Epic Fail. Richtiger KI-Aussetzer vom Spiel. Hier ist gerade ein Stau. Und der Stau ist, weil alle Autos in der Mitte stehen und der Gegenverkehr auch in der Mitte steht und die sich gegenseitig blockieren. Okay, das macht keinen Unterschied. Okay, lassen wir das so. Sofort, komme sofort. Frontscheibe will ich nichts. Da will ich was hin machen. Und zwar, wie ihr schon mitgekriegt habt, finde ich den voll geil. Ich habe wieder mein Schweinchen drauf gemacht. Also man kann hier viele Sachen einstellen. Rein theoretisch läuft noch mal im Hintergrund Musik, nur wir waren uns halt unschlüssig, ob das jetzt zu Problemen führen kann oder nicht.
Und dann haben wir es lieber erstmal gelassen. So Was sieht's wollte ich da? aus. Achso, ich will mal meinen Grün machen. Oh Mann. So, wir müssen jetzt unbedingt noch eine Runde zocken, weil sonst muss ich das. Sonst wird das ein bisschen scheiße. Ach cool, den kann man auch größer machen, das merke ich ja jetzt erst. Dann mache ich den jetzt so schön fett hier hin. So, alles klar. Die Felgen mache ich mal anders. Änderung speichern. Neuer Speicherslot. Alles klar. Geil. Zurück, zurück. Okay, ich komme jetzt raus. Aber die Ladezeiten, was soll man sagen, gehen. Ne? Also. Ja, bei der leeren Welt, Ja. ne? Es ist echt so, ne Scheiß. Und wenn mal ein Auto rumfährt, das fahre ich an. Ja, das stimmt. Also, ich habe mir echt vorhin, habe ich mir Tests durchgelesen, die haben alles abgeschrieben, total leere Welt. Und ich denke mir so, was, das kann doch gar nicht sein. Das Gameplay bis jetzt sah da voll nice aus, aber Wo bist die denn hatten echt du? recht gehabt. Komm mal hier hin, guck Ah mal bitte da, ja, auf ich der sehe dich. Karte. Komm, Junge, guck dir das der an. Dodge, Junge, der Sound. Wie geil. Boah, ich höre ihn schon. Jetzt guck dir das mal an. Danke. Guck Ja. dir das mal an hier. Stau, Stau, Stau. Das ist der Grund. Komm, wir helfen mal. Alles klar, komm, Ich dann habe noch gar starte ich kein jetzt noch Nitro mal was. gekauft. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, pass auf. Es fährt! Nein, jetzt habe ich sie gestoppt wieder. Da du jetzt so einen Starte mal richtig was. coolen Dodge hast, so eine richtig schöne Machen amerikanische wir ein Karre, Driftrennen oder was? machen wir ein richtig fettes Driftrennen. Ich habe extra geguckt, dass da leicht in Klammern steht, damit wir das auch schaffen. So. Ist ja jetzt nicht so, als wenn das Ding. Das ist ja fürs Driften ausgelegt, ne? Siehe Tokyo Drift, ja. Vin Diesel. Ja. Wobei ich weiß gar nicht, ob der. Nein, ich fahre losfahren. Man muss Vin auch Diesel kam immer erst ganz zum dazu Schluss im sagen, Bett. wenn Ja. ihr zusammenspielt, immer stehen bleiben, bevor das überhaupt beginnt, weil sonst bricht Ja. das ab. Also, das realisiert das gar nicht, das Spiel. Das ist dem scheißegal. Okay, was geht denn hier ab? Ich glaube, hier sind noch ein paar mehr. Okay, jawohl. Erstmal ins Wie viel Schotter hast du? gefahren. Zwei, nein, 2000. Ich habe Bleib in 7000. der Gruppe und Punkte zusammen. Ah, wir müssen zusammenbleiben. Naja, hier gibt es einen Multiplikator. Ja, ich bin bei null. Ist wahrscheinlich so ein Crew-Rennen oder so, ne? Kann sein. Ey, könnt ihr mal warten? Finde ich ganz schön assi. Du bist wenigstens der Einzige, der auf mich hier wartet. Ich kann gar nicht driften, weil ihr so Gas gebt und ich kein Nitro hab. Ja, du musst versuchen zu driften. Sonst schaffst du das hier nicht. Nee. Das stimmt. Es wird auch daran enden, dass ich nicht, das nicht schaffen werde. Ich warte auf Wie dich viel hast denn hinten. du? 16.000. Fünf Punkte. Gut, dass ich mir den Dodge geholt habe. Ich merke schon. Das war die richtige Entscheidung. Ihr seht mal an meiner Punktzahl. Alter, bei mir steht Ich das habe den jetzt auch nicht auch. einmal umgestellt. Man kann ja sogar keine Punkte holen, wenn man in der Gruppe, wenn man nicht in der Gruppe ist. Was ist denn das? Na doch, kannst du. Doch, Nein, Punkte Mann. kannst du holen, aber es ist kein. Doch, ich habe gerade Punkte geholt, ich bin nicht in der Gruppe. Ich kann keine Punkte holen, Ich wenn bin ich hinter drifte. dir. Oh, ich will als Nitro gehen. Ich habe gerade so 10.000 Punkte. Also, wie Ist nicht gesagt, ich gewinnt. kann gerade gar keine Punkte holen, weil ich nicht bei der Gruppe bin. Jetzt kann ich auch keine Punkte mehr holen.
Jetzt bin ich wieder bei der Gruppe. Jetzt kann ich wieder Punkte holen. Sehr gut. Was ist denn das? Jetzt muss ich hier Gas geben oder was? Irgendwie kommt mir der Dodge langsamer vor als der GTE. Weil den GTE hatte ich auch schon gut gepumpt. Och nö. Ich verkack das Rennen wieder, ne? Ich seh's schon. Ich mache jetzt am Ende richtig gut Drift. Jetzt! Ja! Jawohl, 16.000. Ich hab so verkackt, lächerlich, ich hab die ersten Kurven nicht hingekriegt, weil ich die ganze Zeit außerhalb der Gruppe war. Lächerlich. Hast du es geschafft? Wie viel Geld hast du gekriegt? 900. Lächerlich. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich habe nur 600 oder 700 gekriegt. Gescheitert. Trotzdem. Fast ein Level ab. So, schaffen wir noch ein Rennen. Ja, sonst haben wir hier leider nichts gezeigt. Mal auf jeden Fall noch was. Eins machen wir mal. Kommen wir in Zeitrennen. Wieso drifte ich denn jetzt so geil? Ich hatte vorher einfach nicht genug Gas gegeben, glaube ich. Aber ich finde auch, also wenn ich jetzt, mal im Ernst, ne, wenn ich jetzt wirklich einen Frostbeat mit der Crew vergleiche und ich so an die ganzen Events, die man bei der Crew machen konnte und so, und die ganzen Rennen. Ja, du hast halt immer dieses Speed, das Springen, ne? Du hattest da echt viel mehr Spaß. Sorry, aber wir spielen das Spiel jetzt 3 Stunden, 4 Stunden. 4 Stunden. Und nach 4 Stunden wird das Spiel so langsam langweilig für mich. Oh ja, also ich hoffe, dass das noch ein bisschen Potenzial in der Story hat. Wir haben uns ein bisschen gegen die Story entschieden, weil wir erst nicht da wussten, dass man das zusammenspielen kann. Hast du das angenommen? Ja, ich bin bei dir. Gut. Weil wir waren uns unschlüssig, ob sich da was lohnt und man merkt es ja schon, ne? An unserer Motivation. Weg, ich hab den Deutsch. Spaß. Nur weil es sich wundern. Aua! Siehst was du, war denn das? NPC. Ein NPC und der haut mich voll weg. Aber der steht doch mitten auf der Straße. Ja, weil der mich angefahren hat. Wieso drifte ich denn jetzt so geil? Kann mir das mal bitte einer erklären? Bin ich wirklich so inkompetent und scheiße? Ja. Ich merk's. Du darfst mir nicht sagen, dass es ein Driftrennen ist. Ich glaube, dann fahre ich besser. Ja, und scheiß. Aber irgendwie fand. Aua! Was soll das denn jetzt? Der NPC hat sich gedreht. Mit mir. Aber ich glaube. Nicht schlecht. Also diese Bergpassagen finde ich jetzt ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Das ist so ein bisschen wie damals bei The Crew in den Bergen. Ja genau, wie damals wie bei The Crew, ne? Ja, aber ich finde es hier auch jetzt schlecht. Oh, jetzt gleich kommt so eine Haarnadelkurve. Oh ne, bitte nicht. Ja, dreh die Kurve nicht, hast du recht. Danke! Bitte! Fick dich, Mann! Fick dich! Du bist so ein Spast, ey! Ich muss ja das wieder wegmachen, was du mir in FIFA zurückgegeben hast. Ja, da könnt ihr euch schon mal auf die nächsten Parts freuen, wenn er wieder am Verlieren ist. Moment. Mist. Das wollen wir noch regeln. Hast du eigentlich nochmal FIFA gespielt? Hast du mal mit dem Ultimate Team angefangen? Nee. Wo bist du eigentlich? Ja, durch deinen komischen Crash, den du da gerade eben verursacht hast, hast du mich komplett zurückgeworfen. Nicht gut. Bei einer Beschleunigung bist du viel besser als ich, aber Topspeed hab ich. Ja, guck mal, was ich fahre. Guck mal, was du fährst und guck mal, was ich fahre. Ja. Aber ja, wenigstens ist das Ergebnis erfolgreich. Aber ich finde den Dodge wenigstens. Also ich finde das Auto an sich geil. Ja. Oh, Level 11. Geil! So, Leute.
damit ich glaube, das war's dann auch für heute. Ja, genau. Weil jetzt haben wir da so eine allzu lange Folge. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen mehr erfahren über The Crew. Hier kann man jetzt Donuts fahren. Über The Crew? The Crew. Oh Gott. Über Need for Speed mache ich natürlich. Aber kann ich das jetzt machen? Nee, weil ich nicht in dem Kreis bin. Nee, egal. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.